So, hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Kooperationsvideo zwischen dem Bauhaus und dem YouTube-Kanal Neue Werkstatt. Falls ihr den YouTube-Kanal Neue Werkstatt noch nicht kennt, so ist jetzt ein guter Zeitpunkt, diesen zu abonnieren. Denn dort gibt es nämlich laufend Projekte zum Thema Holz aus der Werkstatt in meiner neuen Werkstatt. Aber in diesem Video wird es auf jeden Fall um einen richtig klasse Designer-Schuhschrank gehen, den ich selber entwickelt und auch konzipiert habe und hier auch umsetzen werde. Das Holz dafür habe ich vom Bauhaus zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist richtig klasse Esche-Massivholz. Hatte ich bislang auch noch nicht. Ist ja jetzt auch ein Material, was man nicht überall bekommt. Beim Bauhaus gibt es das aber. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall für dieses Material entschieden. Und ja, ich werde jetzt beginnen mit dem Bau und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und dieser Schuhgarderobenschrank, der ist so aufgebaut, dass der seitlich zwei Seitenteile hat, logischerweise. Und diese zwei Seitenteile haben eine bestimmte Form. Und diese Form, die werde ich mir jetzt hier aus diesen großen Platten zuschneiden. Damit fange ich jetzt erstmal an. Also Zuschnitt. Ja, und die ersten Seitenteile sind jetzt hier auch zugeschnitten. Was ich jetzt zugeschnitten habe, ist dieses Teil und dieses Teil. Und da kommt ja dann sandwichmäßig noch ein zweites drauf. Das ist dann dieses Teil hier. Und das wird jetzt auch das nächste sein, was ich zuschneiden werde. So, im letzten Schritt habe ich jetzt die beiden Seitenteile zugeschnitten. Ja, und durch das Verleimen dieser beiden Platten ergibt sich dadurch hier so eine fehlende Ecke. Das möchte ich hier auf jeden Fall ausfüllen, weil hier im Inneren auch die Regalböden festgeschraubt werden. Das ist zum Beispiel ein Grund. Der andere Grund ist einfach auch, dass es von vorne einfach besser ausschaut, wenn hier das von vorne so wirkt, als ob hier wirklich auch so eine dicke Platte irgendwie verbaut ist und dann sich das Ganze nach hinten wegteilt. Also das ist ja auch irgendwo so ein Designelement, das ich mir hier überlegt habe, was das Ganze halt noch ein bisschen hübscher macht und ein bisschen ja, einzigartiger. Wichtig ist mir auch, dass ich mit diesen zwei Platten hier hinten auch einen Versatz bilde und dadurch auch so einen Falz drin habe, wo im Nachhinein auch eine Rückwand rankommt. So, im letzten Schritt habe ich jetzt die ganzen Teile hier zugeschnitten. Ja, und der nächste Plan wird es sein, dass ich diese kompletten Teile hier für links und rechts und die einzelnen Teile alle abschleifen werde. Jetzt schon mal vorschleifen ist schon mal nicht schlecht, weil wenn es danach zusammengebaut ist, dann kommt man nicht mehr so in die Lücken rein. Und deswegen werde ich das jetzt gleich erstmal schleifen. Nach dem Abschleifen der ganzen Teile werde ich mich jetzt hier mit dem Zusammenleimen und dem Zusammenschrauben dieser Seitenteile beschäftigen.
die eine Seite ist jetzt durchgetrocknet. Hier sieht man auch, dass dort ein Überstand drin ist. Also der ist schon recht ordentlich. Und den werde ich jetzt wegmachen mit dem Handbandschleifer. Dazu habe ich mir hier das Teil auch an die Werkbank festgemacht. So, durch das Abschleifen hier mit dem Bandschleifer ist das alles total schön plan, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und von vorne schaut es aus, als ob das eine dicke Platte wäre. Und genau so war auch der Plan. So, das zweite Teil ist jetzt auch geleimt und gezwingt. Das hat auf jeden Fall auch wunderbar geklappt. Ich habe leider zu wenig Zwingen, wie ich festgestellt habe, wie es halt immer so ist. Wobei ich sagen muss, ich habe genügend Zwingen, aber ich habe leider zu wenig gute Zwingen. Also bei so einem Projekt, da braucht man auf jeden Fall wirklich robuste Zwingen, womit man halt auch richtig schön festziehen kann. Da sind diese Einheitsspanner von Wolfkraft, die sind geil, die nutze ich auch. Ich will die auf jeden Fall nicht schlecht reden, die sind richtig cool. Aber für solche Projekte definitiv nicht geeignet. Also da braucht man schon mal wirklich, wirklich viel Kraft, ja. So, im letzten Schritt habe ich die Böden zugeschnitten, die hier fest mit den Seitenteilen verleimt und verschraubt werden. Ja, und die ganzen Teile habe ich mir jetzt an der Tischkreissäge zugeschnitten. Wenn man keine Tischkreissäge hat, lässt sich das auch wunderbar mit der Handkreissäge machen und mit einer Führungsschiene das Ganze auf Länge schneiden, so wie man das für sich braucht. Der Vorteil dieser Bauweise ist auf jeden Fall auch, dass ich die Breite variieren kann. Je nachdem, wie breit ich diesen Schrank, diese Garderobe bauen will, könnte ich die Zwischenböden auch auf 1,50 oder 1,20 machen. Bei mir sind das jetzt hier insgesamt mit den Seitenteilen 85 cm, weil das im Grunde genau das Maß ist, was ich bei mir in der Wohnung als Freifläche habe, wo das Ganze reinkommt. Da ich das Ganze jetzt verdübeln werde, werde ich hier mir so eine Dübelhilfe hernehmen. Und die werde ich mir jetzt erstmal einstellen auf das Maß, das ich hier brauche. Dazu kann man hier den Anschlag hinten verstellen. Und ich habe mir hier schon auf der Platte markiert, wo in etwa ich die Dübel reinhaben möchte. Ich werde hier 10er Dübel verwenden, die sind relativ dick. So, und dieses Maß, das nehme ich jetzt hier auf jeden Fall für die Bodenteile her. Ich habe mir jetzt hier die Dübellöcher gebohrt, einmal in das Brett und einmal in das Seitenteil. Dazu habe ich hier diese Lochübertragungsdingerspitzen verwendet. Leider sind in diesem Set immer nur zwei Stück dabei. Muss ich mir mal welche besorgen oder mal selber machen. Auf jeden Fall kann man damit, wenn man die hier reinsteckt,
super genau die Mitte von diesen Bohrungen auf das Brett übertragen. Da es auch nur zwei Stück von diesen Dingern gibt, muss man ein bisschen improvisieren, wenn man drei Löcher oder mehr hat. Dazu habe ich mir hier so einen Holzdübel hergenommen, habe den abgeschliffen, damit der hier leicht reingeht, aber schon noch passgenau. Und dann habe ich diese zwei Teile da reingeschoben, habe das hier in die Mitte eingesteckt, anschließend das Brett einfach in die ersten zwei Dübel reingepackt und dann ergibt sich automatisch hier die Mitte des dritten Dübels. Die aktuelle Lage. Es schaut schon mal ganz gut aus. Also ich bin doch recht zufrieden. Ich muss natürlich noch viele kleine Arbeiten umsetzen, aber es schaut auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus, finde ich. Diese Teilung auch des Seitenteils ist richtig cool geworden. Ja, und der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, dass ich jetzt hier mit den Regalböden für die Schuhe anfangen werde. Diese Regalböden, die werde ich dann mit solchen Regalhaltern an die Seitenteile befestigen. Also im Grunde liegen die auch nur auf Regalhaltern drauf, die auch nochmal festgeschraubt werden. So, im letzten Schritt habe ich jetzt den Zuschnitt der Schuhregale vorgenommen und vorne wird es so eine Leiste geben, damit die Schuhe auch nicht rausrutschen können. Im Profil betrachtet würde das dann so ausschauen. Ja, und dabei werde ich so vorgehen, dass ich hier mit der Flachdübelfräse hier in die Leiste mehrere Fräsungen reinmachen werde. Anschließend auch in die Stirnseite dieses Brettes. Beim Markieren der Leisten werde ich auf jeden Fall so vorgehen, dass ich mir erstmal hier die Leiste flach vor das Brett legen werde. Anschließend markiere ich mir mit einem Winkel 5 Stellen. Ich werde das hier an 5 Stellen verdübeln. Das ist vielleicht ein bisschen viel dafür, aber ich mag es halt stabil und deswegen nehme ich auf 5 Stück her. Und anschließend werden die dann hier rangeleimt und verzwingt. Zwischenzeitlich sind die Böden durchgezogen. Ich habe die auch plan geschliffen auf beiden Seiten mit 240er Schleifpapier. Ja, und nach dieser ganzen Aktion werde ich jetzt beginnen, hier den ersten Boden einzulegen. Das Ganze habe ich mir so ausgerechnet, dass ich hier um 60 Grad den Boden nach oben hin quer einlegen muss. Das sind jetzt noch keine 60 Grad, aber in etwa so wird es dann ausgerichtet. Dann markiere ich mir das hinten. Alles, was über den Schrank hinausragt, und dann wird das hinten einfach abgeschnitten. Anschließend habe ich dann hier so eine Fläche von in etwa 30 cm und das passt natürlich für meine Schuhgröße. Ich habe eine Schuhgröße von 42 und da reichen 30 cm locker aus. Man muss ja auch sehen, dass das hier vorne weiter hervorsteht als hier hinten. Also der Schrank wird ja schmäler zur Rückwand hin und geht dann wieder weit auseinander. Das heißt, dass ich hier an diesem Knick im Grunde
auch den das kürzeste Brett habe. Und das ist auch der Grund, wieso ich diese Bretter in 60 Grad hineinsetze. Weil wenn ich die jetzt gerade reingesetzt hätte, dann hätte ich hier ein Maß von 25 oder so und es würde dann einfach nicht reinpassen. So, vom Anschein her könnte man fast sagen, dass es hier eine Treppe ist. Hier oben kommt eine Tür rein, die komplett so schräg aufgeht. Dazu habe ich mir ja auch solche Scharnierteile besorgt. Das kennen vielleicht einige von euch so aus Küchenschränken. Ich werde dabei so vorgehen, dass ich mir erstmal die Tür zuschneiden werde auf Maß, so wie ich es auch dann hier im geschlossenen Zustand drauf haben möchte. Anschließend zwinge ich mir die Türen fest. Und würde dann den Korpus auf die Seite stellen und würde dann die festgezwingte Tür mit den Dingern hier bestücken. Dazu schraube ich mir das dann innen an, das Teil an die Tür, das an den Seitenteil, dann mache ich die Zwingen ab und dann müsste das theoretisch eigentlich klappen. Dann hier die Sicht aus der Oberseite. Ist das geil? Das ist so toll. Das hebt so ein bisschen an und dann zack hoch. Ich muss hier nichts einstellen. Das hat super gepasst. Also so wie ich da jetzt gerade vorgegangen bin und diese Scharniere angemacht habe, ich habe sowas auch noch nie gemacht, aber mit diesem Abstand und das Ganze, also das hat super geil funktioniert, hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich verkacke das noch am Ende, aber das ist so cool, bin so happy. Ich habe mir hier auch so ein richtig geiles Öl besorgt. Ich bin schon echt total gespannt, wie das dann hier auch auf dem Holz ausschauen wird. Ein Thema, das mir auch ganz wichtig ist, ist das mit dieser Fußbodenleiste. Ich habe mir hierzu von der Wand mir so ein Stück abgebaut. Jetzt ist der nächste Plan, dass ich mir hier so eine Fräsung rausmache, damit diese Fußbodenleiste den Schrank nicht stört und damit ich den Schrank auch wirklich bis zur Wand ranschieben kann. Da habe ich mir eine Schablone angefertigt. Hier aus, ich glaube, 9 mm MDF-Material. Das habe ich hier einfach so angelegt.
abgepauscht, ein bisschen Randabstand noch hinzugerechnet, das Ganze dann mit der Stichsäge ausgeschnitten, ein bisschen geschliffen und fertig ist die Schablone. Und diese Schablone werde ich jetzt hier festspannen, genau auf die Ecke, und anschließend mit der Oberfräse, der hier oben kugelgelagert ist, diese Schablone abfahren, und anschließend werde ich hier auf meinem Schrank, auf der Rückseite, unten, hinten, genau diese Aussparung für die Bodenleiste ausgefräst haben. So ist der Plan. Fräsung hat jetzt wunderbar geklappt. Hier passt jetzt auch dann später meine Abschlussleiste schön hinter und stört jetzt auch den Schrank nicht, um ihn direkt an die Wand zu stellen. Ja, und jetzt mache ich weiter mit der Deckelklappe oben, weil dort muss ich nämlich auch noch was fräsen. Ja, und zwar habe ich mir hier zu diesem Deckel ein paar Gedanken gemacht. Und zwar wird der ja so geöffnet und mir fehlt ja hier noch ein Griff oder eine Bohrung, wo ich das Ganze dann ja greifen und öffnen kann. Und zwar dachte ich mir, hier mittig so einen Bereich auszufräsen, das sieht man dann von vorne nicht. Und ich habe hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mit dem Finger diese Kante zu berühren und die Klappe dann zu öffnen. Ich werde das wahrscheinlich mit so einem Kugelfräser machen, ich weiß nicht, wie die heißen. Und zwar meine ich so einen Fräser. Das ist im Grunde hier eine Art Kugel vorne dran. Und mit dieser Kugel werde ich hier vorne eintauchen und diesen Bereich so weit runterfräsen, dass ich hier dann auch einigermaßen gut reinfassen kann. Und dadurch kann ich dann diese Klappe öffnen und ich glaube, mit diesem Fräser fahre ich da ziemlich gut. So habe ich mir das in etwa auch vorgestellt. Die Kante ist ja hier bündig mit diesem Boden abgeschlossen und hier kann man dann wunderbar mit dem Finger rein und die Klappe dann öffnen. Ist jetzt nicht so super perfekt geworden, hier bin ich mit einem Fräser abgerutscht und hier ist auch so eine leichte Kante drin nach unten. Das Problem daran ist, dass ja hier eine Gehrung dran ist an der Stirnseite und jedes Mal, wenn ich über diese Außenkante rübergerutscht bin, ist der Fräser so ein bisschen abgetaucht um einen Millimeter. Man sieht es ja von vorne auch nicht, man sieht es ja nur, wenn man die Klappe aufmacht und das ist mein Schrank und das ist meine Klappe und ich kann damit leben auf jeden Fall. Aber ich würde es zukünftig anders einspannen, ich würde hier die Gehrung mit einplanen, dass das auch gerade mit der Gehrung ist, dass sowas halt nicht passieren kann, dass man da irgendwie abrutscht oder so, sobald man an diese Außenkanten gerät. So, der Zuschnitt der Rückwandplatte ist jetzt hiermit auch abgeschlossen. Das war übrigens auch die letzte Aktion, die ich hier bei mir jetzt in der Werkstatt gemacht habe. Der Rest wird jetzt alles bei mir in der Wohnung erfolgen, weil ich jetzt nämlich die ganzen Sachen rüberfahren muss und dort halt zusammenbauen muss. Grund, habe ich ja schon bereits erwähnt, ist, dass der Schrank zusammengebaut viel zu schwer ist, viel zu klobig ist. Und deswegen habe ich jetzt alles auseinandergebaut schon bereits und der Korpus und die ganzen Schuhregalböden und so weiter, das ist jetzt alles einzeln. Das muss jetzt erstmal zu mir, die Rückwandplatte genauso und anschließend werde ich es zu Hause zusammenbauen. Und ich bin schon echt gespannt, ob das dann auch alles genauso passt, wie ich es hier auch schon vorbereitet habe, weil ich zu Hause natürlich nicht die Möglichkeiten habe wie hier in der Werkstatt, aber ich bin optimistisch.
Zusammenbau ist jetzt auch abgeschlossen. Das passt hier auf jeden Fall alles wunderbar. Hier hinten die Leiste, da passt der Schrank jetzt auch schön bis an die Wand hinein. Ich habe jetzt provisorisch mal so ein paar Sachen eingefügt hier und auch die Klappe mal befüllt. Dort wird dann später auch mein Helm hineinkommen. Das klappt hier auf jeden Fall alles wunderbar mit der Klappe. Echt klasse. Also ich bin sehr zufrieden, auch was das Design angeht. Diese Zweiteilung an den Seitenteilen kommt richtig gut zur Geltung. Ich weiß nicht, ob das so gut auch im Video rüberkommt. Aber hier sieht man auch ganz klar, dass dort sich dieses Stück in zwei Teile teilt. Und ja, genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Ich bedanke mich an der Stelle auch beim Bauhaus, die mich hier mit dem Ganzen auch supportet haben. Und mich auch dafür auserwählt haben, dieses Projekt machen zu dürfen. Das ist wirklich klasse. Ja, und ich bin auch schon ganz gespannt, was in Zukunft noch so alles folgen wird, was ich mir in Zukunft auch noch alles zutraue, weil sowas hier in der Art, das hätte ich mir vor ein paar Monaten definitiv noch nicht zugetraut. Dazu ist das Projekt einfach viel zu komplex, aber ich habe auch gemerkt, man muss einfach probieren und irgendwie kommt man dann schon auch durch, wenn man Probleme hat. Und ja, ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen bei diesem relativ langen Projekt, aber kürzer ist es einfach nicht möglich gewesen, weil es doch einiges zu sagen gab oder auch zu zeigen gab bei diesem Projekt. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, so ist jetzt zum Schluss nochmal ein ganz guter Moment, diesen zu abonnieren, mich hier auf meinem Kanal Neue Werkstatt zu abonnieren. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und nachfolgend kommt noch eine kurze Fotosequenz von dem kompletten Projekt aus der Werkstatt. Vielen Dank! Wow! Take it real.